Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es wird Zeit für die neue Trendradar Box. Die Trendradar Box im Februar hat das Thema Sunday Morning und das passt ja wieder mega gut. Ich habe es im letzten Video schon gesagt, ich packe mit euch die Trendradar Box aus und zeige euch anhand der Produkte, wie ihr mehr Me-Time in euren Alltag einbauen könnt. Mit ganz kleinen Kniffen, was wirklich nicht viel benötigt, nur ein klitzekleines Umdenken. Und wir werden auch direkt starten, dass ich euch die Produkte zeige. Ich habe auch schon so ein paar andere Sachen abgefilmt, das schnipsel ich euch dann auch immer mal wieder rein. Also ganz, ganz viel Spaß jetzt mit diesem Video. Kurz noch zur Trendradar Box selbst. Das ist eine monatliche Box, die immer ein unterschiedliches Thema hat, mit ganz, ganz tollen Produkten. Es gibt die auch in der Vegan-Variante. Ich habe die normale Variante. Und wenn ihr Lust habt, auch mal eine Trendradar Box auszuprobieren, findet ihr unten in der Infobox zum Video einen 10% Gutschein, den ihr dann sehr gerne einlösen könnt. Und wir starten mal mit einem Produkt, was ich gestern Abend, also die Box kam gestern an, ich habe es gestern Abend direkt ausprobiert, deswegen ist es schon angerissen. Und zwar war das, sah das ursprünglich mal so aus, man hat zuerst die Reinigungsmilch benutzt und danach die Anti-Stress-Maske. Und zwar ist das von E+M, Fair Organic Vegan, für sensible und irritierte Haut. Und weil ich das schon ausprobiert habe, kann ich euch sagen, dass das total genial war. Ich hatte ein unglaublich schönes Hautgefühl, es war wirklich gut. Die Anti-Stress-Maske von E+M Berlin. Naturkosmetik, sehr, sehr wichtig. Genau, und das war wirklich, wirklich sehr toll. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann noch zwei Produkte aus dem Bereich Badezimmer sind diese zwei Seifen. Das hier ist eine Meeresseife und das hier ist eine Shampoo-Seife. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren, so ein festes Shampoo, und bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, wie das wird. Die Produkte sind von Sopa Luna, lebendige Seifen. Wartet, ich gucke kurz nach, ob ich das auch richtig ausgesprochen habe. Seifenset, genau, von sapoluna.de. Was könnte dich morgens besser aus dem oft allzu trägen Schlafmodus holen als die herrlich duftenden und lebendigen Seifen von Sapo Luna? Wie war das? Lebendig? Die aus natürlichen Rohstoffen und schonend hergestellten Seifen der Berliner Manufaktur bestehen aus hochwertigen Ölen, Kräutern und Extrakten, die mit Rücksicht auf die Umwelt im eigenen Anbau entstehen. Für deine nachhaltige Morgenroutine kannst du zum einen die Meeresseife mit Meersalz und Wakame-Algen testen und zum anderen deine Haare mit der Pamilla-Shampoo-Seife mit Braunhirse, Kamille und Gänseblümchen verwöhnen. Da ist zum Beispiel wieder, das liebe ich ja, morgens im Badezimmer beim Fertigmachen. Ich liebe es, wenn man neue Routinen mit etwas koppelt, was man sowieso schon tut. Und wir gehen alle morgens ins Badezimmer, putzen uns die Zähne, waschen uns unser Gesicht und was da noch alles anfällt. Und in dieser Zeit höre ich zum Beispiel positive Affirmationen. Ich habe diese neue Gewohnheit, positive Affirmationen hören, mit etwas verknüpft, was ich sowieso schon tue. Während wir uns die Hände einseifen, können wir aufzählen, alles, was wir gerne anziehen wollen. Ich bin wertvoll, ich bin liebevoll, das Leben ist gut zu mir. Ich liebe das so zu koppeln. Dann machen wir mal weiter. Ah, eine Sache ist noch aus dem Bereich Badezimmer, auch Naturkosmetik. Ich benutze ja auch zu Hause fast ausschließlich Naturkosmetik. Ursprünglich hat das angefangen, weil ich damit viel, viel besser mit meiner Haut klarkam. Und mittlerweile ist es natürlich auch ein Nachhaltigkeitsgedanke. Und zwar hat man hier das erneuernde Argan-Gesichtspeeling. Von Zartgefühl. Sieht schon mal super süß aus. Und da lesen wir auch einmal kurz Argan-Peeling. Erfrischt und voller Energie in den Tag zu starten. Wollen wir das nicht alle? Bedeutet auch, sich von Altlasten zu trennen. Das stimmt, nicht nur was unsere Hautpflege anbelangt. Das sieht bei deiner Haut nicht anders aus.
Genau, da werden halt Ablagerungen von der Haut entfernt. Gemahlene Rosen, Zucker und Aloe Vera. Super genial. Genau. Könnte man zum Beispiel tatsächlich, während man sich peelt, ich lasse los meine Zukunftsängste, ich lasse los meine finanziellen Sorgen, ne? Und derweile peele ich wieder, was mache ich sowieso schon und wie kann ich das mit was Neuem, Positivem koppeln. Eine Sache ist noch aus dem Badezimmer. Und zwar ein Matte Lipstick. Beauty Made Easy Le Papier Mighty Matte. Feuchtigkeitsspendender Lippenstift. Der sieht so aus. Das ist schon mal ganz geil. Okay, die Farbe mag ich sehr. Passend zu meinem Zimmer. Lasst uns kurz gucken. Da gab es drei verschiedene Farben. Ich habe jetzt den, finde ich auch sehr geil. Ich zeige euch mal, welche anderen Farben es da auch noch gab. Und habe ich das richtig vorgelesen? Ja, Le Papier. Ein bisschen Farbe am Morgen. Richtig, richtig. Also das ist zum Beispiel was ich sagen kann. Ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr im letzten Jahr, habe ich so gedacht, ach, du gehst so wenig raus, kannst ja eh nichts machen. Dann kannst du doch auch mal ein ganz paar Tage ungeschminkt sein. Das ist bestimmt toll für deine Haut. Ich habe das gehasst. Ich fand das furchtbar. Ich bin ein Mensch, der sich morgens schminken muss. Auch wenn ich nur mit den Kindern aus dem Haus gehe, spazieren gehe im Wald, wo ich niemanden treffe. Aber ich brauche das für mich, für meine Seele, um mich gut zu fühlen. Ich weiß, wenn ich mich nicht schminke, wird es ein scheiß Tag. Also für mich ist das tatsächlich super wichtig. Und wenn ich dem Ganzen nochmal so ein i-Tüpfelchen aufsetzen muss und möchte an Tagen, wo ich weiß, okay, hier kommen vielleicht harte Dinge auf mich zu oder ich fühle mich heute nicht so gut, dann tatsächlich so das volle Programm mit Lidschatten, mit Lippenstift. Also für mich ist es tatsächlich etwas, was mich unterstützt, was mich besser fühlen lässt. Mit was mache ich weiter? Bevor ich mit euch in die Küche gehe, zeige ich euch noch zwei Sachen. Und zwar hier, da freue ich mich schon sehr drauf, die auszuprobieren. Das ist eine Kerze. Ich finde die schon einfach so unglaublich schön. Wie geil sieht es bitte schön aus? Das ist Lemongrass und Bergamott. Erfrischend und belebend. Das kenne ich ja von den ätherischen Ölen, dass diese ganzen Zitrusdüfte halt so eine belebende Wirkung hat, stimmungsaufhellend sind. Oh, geil. Also ich weiß ja, wie das reine ätherische Öl Lemongrass riecht. Und wenn ich das hier rieche, weiß ich auch, dass das sehr, sehr naturnah hergestellt wurde. Das merkt man einfach am Duft, ob das was sehr, sehr Künstliches ist oder nicht. Eine Sojawachskerze ist das. Aus dem Trend Raider Shop. Ein warmes Licht an dunklen, tristen Tagen vermag dir die Aromakerze von Trend Raider zu schenken, die deinen sonntaglichen Frühstückstisch gleichzeitig mit dem angenehmen Duft von Zitronengras und Bergamott in eine Oase der Entspannung verwandelt. Auf Basis von Sojawachs ist dieses Stückchen Deko- und Duftkultur nicht nur eine Wohltat für deine Seele, sondern auch für die Natur und ihre wertvollen Ressourcen. Für einen schönen, warmen und schön nachhaltigen Start in den Tag. Finde ich total genial. Ich finde die optisch so, 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 so schön und sie riecht wirklich sehr schön frisch und natürlich. Das mag ich wirklich sehr gerne. Und ich habe ja zum Beispiel die Angewohnheit, immer wenn ich, das habe ich euch auch zur Weihnachtszeit, habe ich das mal auf Instagram erzählt und auch im WhatsApp-Adventskalender, wenn ich eine Kerze anzünde, was ich hier auftue, dann ist bei mir schon dieses, beim Anzünden ist mein Gedanke, ich sende ein Licht in die Welt. Ich bin Licht und Liebe. Einfach nur diese stetige Wiederholung. Und das gibt schon ein ganz tolles Gefühl und hat halt so eine Intention. Während ich etwas ganz Alltägliches tue, wie eine Kerze anzuzünden, diese Intention, ich schicke Licht und Liebe in die Welt, weil ich bin Licht und Liebe. Jetzt.
mal in die Küche gehen, weil die Box steht ja unter dem Motto Sonntagmorgens. Und da können wir Sonntagmorgens starten. Ich bin super gespannt, das auszuprobieren, weil ich es tatsächlich noch nie benutzt habe. Kurkuma. Von Du Natura ist es ein Kurkuma-Extrakt in Tablettenform mit 95%igem Extrakt und Piperin. Natürlich und vegan. Da sind jetzt 28 Stück drin. Das reicht für 4 Wochen. Dann nimmt man täglich eine Kapsel unzerkaut zu oder nach einer Mahlzeit mit Flüssigkeit. Das ist halt ein Nahrungsergänzungsmittel. Bin ich schon sehr, sehr gespannt. Wir schauen noch einmal kurz, was das Heft uns sagt. Okay, also ich hatte die Kurkuma-Kapseln drin. Man hätte auch OPC-Kapseln drin haben können. Ich habe keine Ahnung, was OPC ist. Traubenkernextrakt. Schönheit kommt von innen und wir kitzeln bei dir nur noch das letzte Quäntchen von dieser Schönheit, das es noch nicht an die Oberfläche geschafft hat, sanft heraus. Dank Du Natura und der wirksamen Kraft von hochwertigen Antioxidantien. Diese stärken nämlich nicht nur dein Immunsystem, was ja gerade so unglaublich wichtig ist, sondern bekämpfen auch freie Radikale, die Zellschäden verursachen und so deine Haut älter wirken lassen. Mit mittlerweile 31 muss man tatsächlich an sowas denken. Für den natürlichen Gesundheits- und Schönheitsboost am Morgen genügt eine Kapsel, um dich startklar für den Tag zu machen. Da bin ich schon sehr gespannt. Und hier können wir super das Thema Selbstwert und Selbstfürsorge ansprechen. Wir haben meistens als Mamas kein Problem damit, unglaublich viel Geld für Vitamine und weiß der Geier was für unsere Kinder auszugeben. Und wer bitte denkt denn daran, auch mal da an sich selbst zu denken und da in sich zu investieren? Nicht nur beim Thema Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, die eigene Gesundheit. Und bei der eigenen Gesundheit zähle ich sowas wie Auszeiten, Zeiten für Sport, Yoga, Bewegung, Meditation durchaus mit dazu. Weiter in der wo wir gerade bei den Kindern sind, weil das werden bestimmt meine Kinder bekommen, war hier drin von Nutripur. Lecker snacken Fruchtsofties, Banane und Birne und Apfel mit Crispies. Praktisch für unterwegs. Sowas liebe ich ja. Sowas liebe ich. Lasst uns mal schnell im Heftchen nachschauen. Hier. Fruchtsofties Gummibärchen. Da gab es auch verschiedene Sorten. 100% natürlich aus Fruchtsaft und Fruchtpüree. Wollen wir einmal kurz einen testen. Am Ende essen das dann die Kinder, aber ich muss euch sagen, ob das gut schmeckt. Ach, ich krieg's nicht auf. Jetzt. Okay. Aussehen tut das Ganze so. Soll das ein Fisch sein? Ich glaube ja. Oh, geil mit diesen Crisps. Ich stehe nicht so auf Gummibärchen. Also ich mag die schon. Aber die sind halt so ultra süß. Aber das, saulecker. Weiter geht's mit den leckeren Sachen. Wir haben hier einen Tee, den habe ich gestern Abend schon mal getestet. Und weil ich euch gerne sagen wollte, wie der schmeckt. Der ist mir schon unglaublich oft bei Instagram begegnet. Und zwar ist das der Yasahi Bio-Tee. Und ich habe jetzt hier Wildapfel und Zimt. Bio-Früchtetee mit Wildapfel, Zimt und Zimtrindenöl. 16 Beutel sind hier drin. Und der hat so gut geschmeckt. Oh, also ich bin ja ein bisschen wählerisch, was Tee angeht. Ist übrigens in solchen Beutelchen. Aber der war super, super lecker. Auch noch kalt. Manche Tees schmecken ja nur warm. Der hat kalt auch noch gut geschmeckt. Ich habe euch gerade die Teebeutel gezeigt, weil die auf Basis nachwachsender Rohstoffe sind. Auf Umbeutel verzichten wir bewusst, denn wir versuchen einfach Verpackungsmaterial so weit wie möglich zu minimieren. Also der war echt mega krass lecker. Und ich finde, das hat optisch auch was, wenn der so zu Hause steht. Lass mich mal kurz gucken. Da gibt es auch super viele verschiedene Sorten. Ich glaube, die möchte ich auch noch testen. Da ist noch was mit Ingwer.
und Lemon. Auch noch was mit Zimt, mit Orange, Minze, Himbeere. Ja, das interessiert mich sehr. Dann war, das fand ich ja super geil, eine Zeitschrift mit dabei. Und zwar das Green Lifestyle Magazin, das Magazin für einen nachhaltigen Lebensstil. Super cool. Da freue ich mich schon drauf, da am Wochenende mal durchzublättern und mir das anzuschauen. Kannte ich noch gar nicht, habe ich auch noch nirgendwo so gesehen. Kostet 5,90 €, ist absolut legitim. Das kosten Zeitschriften, gute Zeitschriften ja mittlerweile. Eine schöne Lektüre am Morgen darf an deinem perfekten Sonntag natürlich nicht fehlen. Anstelle von tristen Nachrichten und Börsenkursen warten auf dich in der Februarbox aber Geschichten und Tipps rund um ein grüneres, nachhaltigeres Leben. Das Green Lifestyle Magazin hilft dir mit spannenden Themen um Achtsamkeit, mein Thema, Ernährung, Gesundheit und Umweltschutz, deinen Alltag bunter und natürlich bewusster zu gestalten und lässt dich mit einem Lächeln auf dem Gesicht einen neuen, wundervollen Tag beginnen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich in der aktuellen Zeit super schwierig finde. Ich bin ja jemand, der Nachrichten meidet. Ich bin schon informiert, zwangsläufig, man kann vor Nachrichten nicht weglaufen. Aber ich gucke mir zum Beispiel keine Nachrichten im Fernsehen an. Ich lese nicht bewusst irgendwelche Zeitungsartikel, weil das schon meistens dazu führt, dass man sich eher schlecht fühlt. Und in der aktuellen Zeit ist aber super schwer, davor wegzulaufen. Kann man einfach nicht. Die Corona-Themen begegnen einem ständig, überall. Und da gucke ich einfach, dass ich ein gutes Gleichgewicht habe zwischen diesen Nachrichten, die ich zwangsläufig auch konsumieren muss und auch nicht davon wegkomme, sie zu konsumieren, und dem, wo ich mich freiwillig für entscheide. Damit möchte ich mich beschäftigen, mit positiven Dingen, die einen positiven Nacheffekt für mich haben. Und da wäre so eine Zeitschrift zum Beispiel so ein gutes Beispiel. Dann hatten wir noch, da bin ich ja echt, also es ist von Rabenhorst. Ich glaube, so ein Ingwer-Shot. Apfel, Maracuja, Ingwer und Mate-Essenz. 100% Bio. Und Ingwer ist so. Ich und Ingwer, ne? Wir sind keine Freunde. Es ist wirklich ein Ingwer-Shot von Rabenhorst. Soll wohl wie eine Koffeininfusion sein. Powersaft mit dem Extrakt aus dem südamerikanischen Tee belebt dich sanft und stärkt zugleich mit der Superwurzel Ingwer dein Immunsystem. Nicht zu vergessen, dass die Kombi mit Apfel und Maracuja auch unverschämt köstlich schmeckt. I give it a try. Man soll ja auch neue Dinge ausprobieren. Und dann hatten wir noch, super genial, diese Kombi. Das ist Knäckebrot. Oh, und das hier ist eine Biomarmelade. Starten wir mal mit dem Knäckebrot. So, macht auch Sinn, wenn es um den Sonntagmorgen geht. Bio-Knäckebrot von Leck Sans. Der traditionsreiche Familienbetrieb hat das Knäckebrotbacken zur Kunst erhoben und sich vollkommen der nachhaltigen Produktion dieses Frühstücksgebäcks verschrieben. Hergestellt aus 100% Bio-Roggen, ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe und mit Wasser aus der hauseigenen Quelle, geil, gibt es wohl kaum ein Knäckebrot, das grüner ist und besser schmeckt. Wir werden das ausprobieren, nicht wahr? Und ich werde euch dann gleich sagen, wie das schmeckt in Kombination mit der Schwartau-Marmelade Extra Bio Erdbeere. Mal ein Unternehmen, was man kennt. Die Schwartau Extra kostet 2,29 €. Leckere Fruchtbombe entfaltet ihren natürlichen Erdbeergeschmack und entführt dich schon jetzt auf eine kulinarische Reise in die warmen Sommermonate. Danach sehnen wir uns doch alle. Yeah, cool. Das war wieder, fand ich, eine tolle Box. Also man hat hier übrigens immer so ein Heftchen dabei. Da ist nochmal jedes Produkt vorgestellt, das es in der Box gibt. Aber dann hat man halt hier jetzt noch ein Interview, was zu gesunder Ernährung, Frühstücksideen, hast du eine Bastelanleitung für einen Traumfänger, einen Bericht über Tee,
Hier kannst du noch Tischdeko basteln und ein Rezept für einen veganen Möhrenaufstrich. Finde ich auch so eine schöne, runde Sache. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen, mir zuzuschauen, wie ich die Trendradar Box auspacke. Wenn ihr auch gerne mal eine Trendradar Box haben wollt, findet ihr unten den Link, wo ihr bestellen könnt und auch meinen 10% Code. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal eine Trendradar Box hattet oder das Ganze jetzt gerne mal ausprobieren wollt. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!